Hallo Herr Basic, Sie sind Franchise-Manager des Franchise-Systems Enerix. Was ist denn Enerix genau? Hallo Frau Eking, die Enerix ist ein Franchise-System, eigentlich das erste Franchise-System für erneuerbare Energien. Unser Fokus liegt darauf, Photovoltaikanlagen in den Bereich Endkundenmarkt zu bringen, unsere Partner auszubilden, zu befähigen, dies zu tun. Und unser Hauptfokus liegt im Endkundenmarkt. Wir bedienen aber zu 30% auch Gewerbekunden in dem Bereich und versuchen unseren Partnern ein Geschäftsmodell an die Hand zu geben, wo sie die nächsten 10, 20 Jahre auch in einem Wachstumsmarkt wirtschaftlich wachsen können und arbeiten können. Erneuerbare Energien sind ja derzeit eigentlich in aller Munde. Sehen Sie das eher als Vorteil oder als Nachteil? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wir bewegen uns natürlich in einem Markt, der sehr im Fokus steht, gerade durch die traurigen Entwicklungen in diesem Jahr. Wobei das auch für uns bedeutet, dass viele neue Teilnehmer in den Markt hineinkommen, die sagen, das ist ein Wachstumsmarkt, was es durchaus noch ist. Was allerdings bedeutet, dass der Markt auch ein bisschen enger wird, wo wir heute in einer Situation sind, wie in der IT Ende der 90er, dass wir eine leichte Marktbereinigung haben und die fokussierten Anbieter, die sich auf das Thema ernsthaft fokussieren, dort für sich aber einen Vorteil daraus generieren können, weil der Kunde heute nach Qualität sucht in dem Bereich, weil er Anlagen einkauft, die über 20 Jahre halten müssen, er seinen Ansprechpartner gerne noch 20 Jahre behalten möchte, um dort die Qualität auch einberufen zu können. Wenn ich jetzt Existenzgründer bin und mir denke, Enerix hört sich für mich sehr interessant an, was sollte ich da noch an Voraussetzungen mitbringen? Wir haben ein klares Anforderungsprofil, aber nicht im Sinne von, dass ich Hardfacts habe, die ich einfach abhake, sondern uns geht es darum, den Menschen, den Franchise-Nehmer zu sehen, was hat er an Erfahrung mitgebracht? Hat er Führungsverantwortung, hat er Personalverantwortung gehabt? Ist er in der Lage, Budgetverantwortung zu führen, Entscheidungsverantwortung zu führen? Ist er in der Lage, Menschen zu führen? Das ist die Frage, weil wir suchen nicht denjenigen, der mit 2, 3 Mitarbeitern im kleinen Rahmen arbeitet. Wir möchten einen Partner gewinnen, der in der Lage ist und auch den Wunsch hat, in den nächsten 4, 5, 6 Jahren ein Unternehmen aufzubauen mit 20 bis 30 bis 50 Mitarbeitern und dort in der Region auch Marktführer zu werden in dem Bereich. Dann frage ich mal andersrum, was bieten Sie denn als Franchise-System Ihren Partnern? Wir bieten eigentlich den kompletten Einstieg in den Bereich. Wir arbeiten mit externen Unternehmensberatern zusammen in dem Bereich, die die Finanzierung mit uns planen, den Businessplan mit uns machen, die Finanzierungsgespräche führen, dort dem Franchise-Partner die Gelegenheit geben, den Business Case auch mal extern prüfen zu lassen in dem Bereich. Wir bilden unseren Partnern umfassend aus im Bereich Theorie, Photovoltaik, was muss ich dafür wissen, was kann ich anbieten, wie funktioniert ein Unternehmen in dem Bereich. Wir bieten ihm Software an, dass er die Projekte abwickeln kann, also spezialisierte für uns programmierte Software. Zusätzlich bieten wir ihm die Möglichkeit an, in unserem Musterbetrieb zu arbeiten. Das ist eine Anforderung von uns, in 15 Arbeitstagen praktisch mitzuarbeiten, um wirklich jede Rolle in dem Unternehmen kennenzulernen und verstehen zu lernen. Und zusätzlich bieten wir ihm an, ein externes Zertifikat zu erwerben, den Solarfachberater, den ein externer eingetragener Verein, die Deutsche Gesellschaft für Solarenergie, entwickelt hat, um auch wirklich den Qualitätsanspruch am Markt zu haben und unseren Partnern zu befähigen, mit hoher Qualität zu verkaufen. Und selbstverständlich, wie in jedem Franchise-System, die Betreuung in der täglichen Arbeit, egal welches Problem auftaucht, das gemeinsam mit ihm zu lösen. Wo sehen Sie denn Enerix in 10 bis 20 Jahren? Wir sind trotz des Marktes, wie ich eben erwähnt habe, der heute enger geworden ist, sind wir in einem Bereich, wo ich sage, wir haben die nächsten 10 bis 20 Jahre in einem Wachstumsmarkt zu tun. Es gibt Studien, die besagen, dass wir in einem Markt sind, der auf 150 Gigawatt, das ist die Kenngröße in unserer Branche, dass der deutsche Markt 150 Gigawatt Stromproduktion aus Solarenergie hergibt. Wir sind heute bei 17 Gigawatt, die verbaut sind. Das heißt, 88% Potenzial sind noch da. Ich habe es gerade überschlagen. Und das ist halt ein Wachstumsmarkt, der da ist, der für spezialisierte Anbieter immer noch da sein wird. Und wir sind in einem Markt unterwegs, der sich schnell bewegt. Das heißt, die Enerix sieht sich nicht als den Anbieter für Photovoltaik, das sind wir heute. Wir sehen uns in Zukunft als der Anbieter für das Smart Energy House, wie wir es nennen. Das ist ein autarkes Energiehaus, wo wir unseren Bestandskunden und Neukunden immer wieder neue Technologien anbieten, um im Idealfall, was ich hoffe, was wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren erreichen, ist natürlich eine Entwicklung, die Möglichkeit geben, sein Haus völlig autark zu betreiben und seine eigene Energie zu nutzen und dort zu verarbeiten, um dezentrale Energieversorgung, was halt auch ein Thema ist, dort nach vorne zu bringen. Herr Basic, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Enerix. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie mir geopfert haben, und ja, ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg.